Beweg dich ganz langsam. Hierher. Keine schnellen Bewegungen. Ich will nur mal mit dir reden. Die wollen mir doch bestimmt schon wieder Geld abnehmen. Halt! Steck deine Waffe weg und bleib stehen. Beweg dich langsam, sonst bewegst du dich gar nicht mehr. Bleib stehen, Bruder. Das wird nicht wehtun. Also gut, Stalker. Bleib stehen. Wer bist du und was machst du hier? Ich suche einen Stalker namens Feng. Wahrscheinlich ist er schon tot. Und ich rate dir, hier nicht allzu lange herumzulungern. Sonst leistest du ihm bald Gesellschaft. Warum tot? Was ist hier los? Wir werden ständig angegriffen. Es müssen Profis sein, denn wir haben nie den Hauch einer Chance. Wir kontrollieren zwar die Straßen, die ins dunkle Tal führen, aber das verhindert die Übergriffe nicht im geringsten. Nur in der Basis kann man sich einigermaßen sicher fühlen. Wenn du etwas über Feng wissen willst, bist du in der Freiheitsbasis genau richtig. Okay, danke für die Info. Ich hab's mit den Ohren. Sprich lauter. Hör mal, wenn du nicht bald redest, bin ich weg. Tja, von ihm wollen wir eh nichts mehr. Delta, hier ist Alpha. Was waren das für Schüsse? Was ist da drüben los? Da ist die Freiheitsbasis. Verdammt, ein weiterer Angriff. Söldner, sieh nach. Sollten wir nochmal speichern. Falls nämlich jetzt wirklich zum Kampf kommt. Okay. Zum guten Glück habe ich gespeichert. Da sind ein paar Hundis. Okay, die kommen da hoch. Das ist gut zu wissen. So, wisst ihr was? Ich muss jetzt mal ganz kurz. Es gibt doch irgendwie Schnellheilung. Nachtsicht haben wir ja auch, stimmt ja. Schnellmedikit ist Ü. Das müssen wir uns merken. So, haben wir geschafft.
Verpiss dich. Wie man hier auch sofort tot ist, ne? Oh. AKM. Wodka nehmen wir auch mit. So. Ich weiß nicht, ob die besser ist. Schauen wir einfach mal. Ist eher die Frage, wo kommen wir rein? Rein. Komm ich hier irgendwo rein? Nicht. Sag mal, ist hier irgendwo offen? Hier ist auch nichts drin. Doch mal. Erstmal gucken. Da gibt's einen Händler. Hey, Bruder! Hast du was im Angebot? Wie viel soll das kosten? Was ist da drin? Keine Ahnung. Nee, dann nicht. Bis später, Kumpel. Schade, dass wir keinen Joint zusammen geraucht haben. Einen Joint? Okay. So, er hat doch irgendwas von der blauen Kiste da oben gemeint. Was wolltest du mir also erzählen? Verarschen, hier ist nämlich nichts. So, ist hier ein Händler oder was? Muss doch hier was sein. Ist da vielleicht eins oben drüber noch? Ah ja. Komm, komm, ich bring dir Feilschen. Hallo, mein Freund. Was brauchst du heute? Nichts. Handel. Hallo, mein Freund. Du so abladen dein Zeug bei mir. Nächstes Mal werde ich besser wissen. Die Schweine.
Eine behalte ich, glaube ich. Das ist jetzt nicht allzu viel, was wir hier gekriegt haben. Raketen, Granaten, die werfe ich eigentlich eh nicht, aber naja. Wetter, 9000. Wenn euch eure Freiheit lieb ist und ihr unter Gleichgesinnten sein wollt, schließt euch uns an. Tja, so viel Geld habe ich leider nicht. Bevor ich das mache. Nicht, dass es heißt, ich drehe hier ein krummes Ding. Oh, kann ich gar nicht. Auch gut. Wo ist denn der Anführer? Da drin. Schon wieder? Meine Güte, was für ein beschissener Tag. Du hast dir keine schlechte Gegend zum Spazierengehen ausgesucht, Kumpel. Wir werden hier Tag und Nacht angegriffen, weißt du das nicht? Es ist schon gefährlich genug, überhaupt in unserer Basis zu sein. Aber wenn du dabei eine Freiheitsjacke trägst, kannst du dir auch gleich ein Fadenkreuz auf die Stirn tätowieren. Ich suche einen Stalker namens Feng, sagt dir der Name was? Ich kenne ihn nicht persönlich. Vor ein paar Tagen ist hier so ein Penner aufgetaucht. Er und unser Boss haben sich über ein paar krumme Geschäfte unterhalten. Natürlich ohne Zeugen. Das könnte der Typ gewesen sein, aber genau weiß ich das nicht. Wie kann ich den Anführer finden? Du bist ja ganz schön schneller. Hör zu, den Boss zu sehen kannst du vergessen, solange wir in Quarantäne sind. Immerhin bist du nur ein Söldner, aber wenn du mir einen Gefallen tust, lege ich vielleicht ein gutes Wort beim Boss für dich ein. In der Nähe ist eine Basis mit einem Pseudohund. Okay, den müssen wir vernichten wahrscheinlich. Kannst du hier schon mal, die Männer sind alle verdammt nervös wegen dem blöden Tier. Schaffst du es diesen, ja. Du solltest besser ein paar Monster jagen, statt wichtige und vielbeschäftigte Menschen zu stören. Machen wir uns auf die Suche nach dem Höllenhund. Oder Pseudohund. Das ging fast schief. Wo ist denn der? Ach, da oben. Ihr wisst ja, ne? Oh. Na dann. Gehen wir zurück. So, was haben wir denn jetzt für Anweisungen? Was ist denn schon wieder? Na, wie sieht's aus, Söldner? Ja, natürlich. Zu unseren Jungs, gleich zu Ashot, er wird dir verraten, wo genau, okay. Und hör auf, mir grundlos auf die Nerven zu gehen. Denn die Sonne zu bieten hat. Also spielen wir jetzt Munitionslieferant.